Ja, guten Abend. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser dritten Veranstaltung der Brücken in der Mathematik vom Exzellenzcluster Mathematik in Münster. Und das ist für uns eine besondere Veranstaltung, weil sie die erste ist, die wir digital haben. Und um sicherzugehen, dass da auch nichts schiefläuft, haben wir die schon vor einiger Zeit aufgezeichnet. Das heißt, Sie sehen gleich unsere vollständige Begrüßung noch einmal. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Freude mit der ersten Hälfte dieser Veranstaltung. Danach kommen wir in der Pause wieder. Wunderschönen guten Abend. Zum dritten Brückenvortrag möchten wir Sie herzlich willkommen heißen. Die letzten beiden fanden im Schloss statt, mit anschließendem Wein. In Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anders, auch die Brücken sind anders. Und der Wein. Der Wein ist genau ist bei Ihnen zu Hause. Wir möchten dennoch auch in Corona-Zeiten einen Brückenvortrag machen. Wer ist wir? Zusammen mit meinem Kollegen Matthias Löwe, Professor für Stochastik an der WWU und Krimiautor im Nebenberuf. Und Martin Hills, Professor für mathematische Logik, natürlich auch hier an unserem Fachbereich an der WWU. Ja, wir würden heute Ihnen gerne ein Thema vorstellen oder einen Themenbereich vorstellen, der mit uns unserer beider Gebiete zu tun hat. Nämlich es geht, soll um Paradoxien gehen. Da gibt es sowohl von der mathematischen Logik, das ist mein Gebiet, aus, als auch von der Wahrscheinlichkeitstheorie her Bezüge und die wollen wir heute Ihnen ein bisschen erzählen. Wir wollen ein bisschen über klassische Paradoxien sprechen als Einstieg, dann relativ ausführlich ein Paradoxon der fehlgeleiteten Intuition ansprechen, was in der Wahrscheinlichkeitstheorie angesiedelt ist als Problem. Und dann lange Zeit über Paradoxien des Unendlichen sprechen und auch noch über ein Phänomen, was man ebenfalls paradox nennen kann, nämlich dass es Eigenschaften von Zahlen gibt, die die allermeisten Zahlen haben und dennoch findet man oft schwer konkrete Beispiele. Vielleicht zum Abschluss was Beruhigendes. Also es gibt zwar sehr viel mehr paradoxe Phänomene der Mathematik, aber dennoch ist natürlich nicht alles paradox und nur heute Abend wird überwiegend über Paradoxes gesprochen. Genau. Den Eindruck, dass alles in der Mathematik paradox ist, wollen wir natürlich vermeiden. Kleiner Hinweis zusätzlich noch: Wir leben bei allen Brückenvorträgen von Ihren Fragen, aber heute sind sie natürlich besonders erwünscht, weil das unsere Art ist, mit Ihnen jetzt zu kommunizieren. Das heißt, wenn Sie während des Vortrags den Eindruck haben, da habe ich eine Frage, das habe ich vielleicht auch nicht verstanden, dann melden Sie sich. Und das geht heute auch digital. Also wir haben unten eine Reihe von Möglichkeiten eingeblendet, wie Sie mit uns kommunizieren können, und zwar jederzeit während des Vortrags. Und wir haben uns zwei Timeslots freigehalten, wo wir Ihre Fragen beantworten wollen, nämlich einmal in der Pause, das wird so nach einer halben Stunde ungefähr sein, und dann am Ende natürlich haben Sie ausgiebig Möglichkeiten, mit uns zu reden. Das Einzige, was nicht gehen wird, wir haben normalerweise immer Wein nachher, den müssen Sie jetzt allein zu Hause trinken. Was kennst du jetzt eigentlich für Paradoxien, fällt mir ein. Also ich meine, was würdest du sagen, wenn ich dich nach irgendeinem Paradoxon frage? Ja, als erstes könnte man vielleicht ein ganz klassisches hervorholen, nämlich schon die alten Griechen haben Paradoxien, etwa die mit Wahrheit zu tun haben, formuliert. Epimenides, ein Kreter, dem wird zugeschrieben, dass er gesagt hat, alle Kreter sind Lügner. Der Satz ist problematisch, weil Epimenides selbst auch Kreter ist. Verschärfen wir das etwas, dann kriegen wir die sogenannte Lügner-Antinomie, nämlich Epimenides sagt jetzt, ich lüge jetzt gerade. Der Satz ist problematisch, werden wir nachher sehen, weil er falsch ist, genau dann, wenn er richtig ist. Das heißt, es ist eine echte Quelle
von Paradoxien oder es ist eine Antinomie, es ist in jedem Fall ein Widerspruch und man muss sozusagen überlegen, wie man aus so einer paradoxen Situation rauskommt oder was man mit der macht, philosophisch etwa. Wir werden natürlich heute primär über die Mathematik sprechen, aber zunächst wollen wir eine ganz andere Art von Paradoxien angehen und da übergebe ich an Matthias. Ja, die ist uns eigentlich eingefallen, diese Paradoxie, weil wir gedacht haben, es gibt auch Paradoxien, die klingen so, als kämen sie daher, dass jemand lügt. Aber eigentlich ist das Problem ein ganz anderes, nämlich das Problem ist, dass unsere Intuition nicht gut ist oder unser Modell nicht gut ist, was wir uns bilden. Also ich beginne mal die Situation zu beschreiben, die vielleicht einige von Ihnen an das Auto-Ziege-Problem, das auch in der Stochastik beheimatet ist und das vielleicht etwas bekannter ist, erinnert und das nicht zu Unrecht. Im Prinzip ist es ein sehr, sehr ähnliches Problem. Also wir haben drei Gefangene, die haben wir nach biblischen Vorbildern Markus, Lukas und Johannes getauft. Und die armen Kerle sind nicht nur gefangen, sondern sie sind zum Tode verurteilt. Aber der Herrscher ist gnädig. Er lost einen Tag vor der Hinrichtung einen der drei aus und sagt, der wird begnadigt, der kommt frei. Und er teilt dem Wärter, der auf die drei aufpassen muss, auch mit, wer von den dreien denn freikommt. Das Problem ist, der Wärter darf niemandem sagen, ob er stirbt oder nicht stirbt. Nun, Johannes, einer der drei, vielleicht der Neugierigste, der will trotzdem irgendwelche Informationen aus diesem Wärter herausholen. Und dann fragt er ihn, überlegt er, was kann ich ihn fragen? Und dann fragt er ihn, ich könnte ihn ja fragen, ich weiß ja, selbst wenn ich sterbe, dann stirbt noch einer von den beiden anderen und im günstigsten Fall sterben sie halt beide und ich überlebe. Also er sagt, hör mal, Lukas oder Markus sterben, einer von beiden stirbt auf jeden Fall, sag mir doch bitte mal, wer von beiden. Der Wärter überlegt, sage ich ihm denn da nicht irgendwas? Und dann sagt er, nö, das kann ich dir sagen, also ich sag dir, der Markus stirbt. Und jetzt denkt der Johannes einen Moment nach und sagt, ach, eigentlich hat das meine Situation ordentlich verbessert. Also vorher wusste ich, ich überlebe mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Und jetzt weiß ich, also der Markus stirbt auf jeden Fall, also sterben nur noch Lukas oder ich. Also ist meine Überlebenswahrscheinlichkeit jetzt auf ein Halb gestiegen. Klasse. Wenn man drüber nachdenkt, denkt man, ach, stimmt's oder stimmt's nicht? Ne? Also 50-50, das klingt gut, wir sind Lukas oder ich sterben. Auf der anderen Seite, wenn wir uns vorstellen, der Herrscher hat vorher ausgelost, wer stirbt, dann war die Überlebenschance für Johannes ein Drittel. Was sollte sich daran geändert haben, wenn der Wärter jetzt irgendwas zu dem Johannes sagt? Und wenn wir das wirklich verstehen wollen, müssen wir vielleicht doch ein mathematisches Modell machen. Und da steht ja schon Wahrscheinlichkeit, das heißt, Johannes spricht über Wahrscheinlichkeiten. Dann sollten wir vielleicht am besten wissen, was das ist, eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn man so über einen dicken Daumen mal anpeilt, was Wahrscheinlichkeit sein soll, dann sagen wir, naja gut, also Wahrscheinlichkeit ist zunächst etwas, was einem Ereignis, das wir jetzt hier erstmal A nennen, einen Wert zwischen 0 und 1 zuordnet, wobei 1 dafür steht, dass etwas sicher eintritt, 0 steht dafür, dass es nie eintritt. Und wenn man es so eine Näherung machen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas, was angibt, wie häufig etwas eintritt, wenn ich das gleiche Experiment ganz oft hintereinander machen würde. Dass das keine gute mathematische Definition ist, sieht man vielleicht an dem Beispiel hier. Ich kann den guten Markus halt nur einmal umbringen und dann ist er tot. Ich kann ihn nicht nochmal umbringen. Trotzdem so, für den Hausgebrauch reicht's. Wir kennen das vielleicht vom Würfeln. Wenn ich mich frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit würfle ich mit einem fairen Würfel eine gerade Zahl? Naja, dann gibt es drei gerade Zahlen, 2, 4 und 6. Es gibt insgesamt 6 Ausgänge. Und da ist die Wahrscheinlichkeit so etwas wie die Anzahl der günstigen Fälle, nämlich 2, 4, 6, also 3 geteilt durch 6, die Anzahl der möglichen Fälle, also ein Halb. Das ist allerdings nicht immer so, muss man sagen. Wir müssen auch sagen, wir interessieren uns ja nicht nur dafür, was die Wahrscheinlichkeit, dass Johannes überlebt, das wissen wir ja, das ist ein Drittel, sondern wir wollen wissen, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Johannes überlebt, wenn wir schon wissen, dass der Märter sagt, Markus stirbt. Und das heißt, wir wollen uns eigentlich vorstellen, wie ändert sich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A, wenn wir schon wissen, dass ein anderes Ereignis B eintritt.
Wenn wir dann einen Moment nachdenken, dann wissen wir ja, es können ja eigentlich nur noch die Elemente von A eintreten, die auch in B liegen, also im Durchschnitt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von A unter der Voraussetzung, dass B eintritt, das schreiben wir mit diesem senkrechten Strich, soll proportional sein zur Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Was ist jetzt die Proportionalitätskonstante? Ja, das können wir uns überlegen. Wenn wir für A auch B einsetzen, uns also fragen, was die Wahrscheinlichkeit von B, wenn wir schon wissen, dass B eintritt, na, das sollte 1 sein, also sollten wir am besten durch P von B teilen. Da muss ich kurz einhaken, da muss man natürlich noch dazu sagen, vielleicht P von B sollte nicht 0 sein. Also durch 0 willst du nicht teilen. Ja, will ich nicht. Also wenn sozusagen B sollte eintreten können. Genau. Selbst als Stochastiker möchte ich nicht durch B teilen, durch 0 teilen. Und vielleicht ist die kompakteste Form, es dann hinzuschreiben, die auf der rechten Seite steht. Die Wahrscheinlichkeit vom Durchschnitt ist so etwas wie die Wahrscheinlichkeit von B multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt unter Voraussetzung, dass wir schon wissen, dass B eintritt. Und das ist übrigens eine Form, die wir gleich verwenden werden. Also jetzt haben wir wirklich sehr viel graue Theorie gemacht. Wie werden wir denn das jetzt anwenden auf unser Beispiel? Naja, dann müssen wir uns erstmal die Ereignisse hinschreiben, die uns interessieren. Also, was interessiert uns? Uns interessieren die Ereignisse, dass Johannes überlebt, das nennen wir J, dass Lukas überlebt, L, oder dass Markus überlebt, M. Jeweils haben die a priori eine Wahrscheinlichkeit von ein Drittel. Und dann haben wir noch das Ereignis, das vielleicht was ändern könnte, nämlich der Wärter sagt zu Johannes, dass der Markus stirbt. Das nennen wir A. Und was uns eigentlich interessiert, ist so etwas wie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass J eintritt, wenn wir schon wissen, dass A eintritt. Und das war ja so ein Quotient. Nicht? Das war der Quotient aus der Wahrscheinlichkeit von A geschnitten J durch P von A. Also wollen wir P von A erstmal ausrechnen. Das wäre ja der Nenner des Bruches. Und naja, jetzt überlegen wir kurz, wenn der Wärter zu Johannes sagt, Markus stirbt, und er lügt nicht, das ist gerade der Gag, dann muss ja entweder der Johannes freikommen oder der Lukas freikommen. Also kann ich die Wahrscheinlichkeit von A aufschreiben als die Wahrscheinlichkeit von A, geschnitten mit dem Ereignis, dass Johannes überlebt, plus die Wahrscheinlichkeit von A, geschnitten mit dem Ereignis, dass Lukas überlebt. Und jetzt können wir auf diese beiden Durchschnitte genau die Formel, die ich gerade erklärt habe, anwenden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Wärter zu Johannes sagt, Markus stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Johannes überlebt, mal die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Wärter sagt, Markus stirbt, gegeben, Johannes überlebt. Und das gleiche jetzt für Lukas, also plus die Wahrscheinlichkeit, dass Lukas überlebt, mal die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Wärter zu Johannes sagt, Markus stirbt, gegeben, Lukas überlebt. Und wir wissen ja a priori, alle drei überleben sie mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Jetzt kommt der Clou vom Ganzen. Wenn wir uns die Wahrscheinlichkeit von A gegeben L mal anschauen. Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wärter sagt, Markus stirbt, gegeben, Lukas überlebt? Naja, er sagt das zu Johannes. Das heißt, er kann, wenn Lukas überlebt, gar nichts anderes sagen, als dass Markus stirbt, denn er darf dem Johannes nicht sagen, dass der Johannes selbst stirbt. Also ist die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben L gleich 1. Ja, jetzt haben wir auch schon fast alles zusammen, um die Wahrscheinlichkeit von A auszurechnen. Wenn wir jetzt noch annehmen, wenn Johannes überlebt, ja, dann hat der Wärter die Möglichkeit zu sagen, Lukas überlebt, oder er hat die Möglichkeit zu sagen, Markus überlebt oder stirbt. Und das macht er beides mit Wahrscheinlichkeit einen Halt. Er bevorzugt niemanden. Dann haben wir wirklich alles zusammen, um die Wahrscheinlichkeit von A auszurechnen. Und das ist dann jeweils ein Drittel für die Wahrscheinlichkeit, dass Johannes bzw. Lukas überleben, mal ein Halb für P von A gegeben J, bzw. mal 1 für P von A gegeben L. Wenn wir es zusammenrechnen, kommt ein Halb raus. So, was haben wir jetzt davon? Ich habe ja zu Anfang gesagt, wir möchten die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen, dass Johannes überlebt, wenn wir schon wissen, dass der Wärter zu Johannes sagt, Markus stirbt. Das heißt, wir wollen die Wahrscheinlichkeit ausrechnen von J geschnitten A geteilt durch P von A. P von A haben wir ausgerechnet, das war ein Halb. Für die Wahrscheinlichkeit von J geschnitten A machen wir nochmal den gleichen Trick wie vorhin. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Johannes überlebt, mal die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Wärter sagt,
Markus stirbt, gegeben Johannes überlebt. Das war ein Drittel mal ein Halb. Und man sieht nur, das Halb kürzt sich raus, es kommt aus ein Drittel raus. Das heißt, für den armen Johannes hat sich überhaupt nichts geändert. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er freikommt, ist nach wie vor ein Drittel. Jetzt kann man sich fragen, was ist eigentlich mit unserer Intuition falsch gelaufen? Und das ist genau die Stelle, wo ich vorhin gesagt habe, das ist der Clou. Der Wärter hat an einer bestimmten Stelle nur die Möglichkeit zu sagen, dass Markus stirbt, nämlich wenn Lukas überlebt, weil dem Johannes keine Informationen geben darf. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn wir uns einfach das Ereignis angucken, Markus stirbt, das ist ein anderes, als dass der Johannes vom Wärter erfährt, dass Markus stirbt. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Wärter lügt. Also wenn wir uns die gleiche Rechnung anschauen für das Ereignis, Markus stirbt, dann ist die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass Johannes überlebt, wenn Markus stirbt, machen wir die gleiche Rechnung, das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Johannes überlebt und Markus stirbt, aber das ist das Gleiche, als wenn Johannes überlebt, denn wenn Johannes überlebt, stirbt der Markus sowieso, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Markus stirbt, von der wissen wir eh, dass es zwei Drittel ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Johannes überlebt, davon wissen wir eh, dass sie ein Drittel ist, kürzen wir, ist ein Halb. Das ist faszinierend, nicht? Also es macht einen Unterschied, ob wir wissen, Markus stirbt oder ob wir wissen, dass Johannes vom Wärter hört, dass Markus stirbt. Und das ist das, wo unsere Intuition fehlläuft. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu unserem alten Kreta. Genau, also wir haben eine andere Art von Paradoxie gesehen, die mit fehlgeleiteter Intuition zu tun hat. Jetzt wollen wir zurück zur Lügner-Antinomie kommen. Also wiederhole es nochmal. Epimenides sagt, ich lüge jetzt gerade. Gut, das ist problematisch, weil wenn Epimenides lügt, spricht er die Wahrheit. Wenn er die Wahrheit spricht, lügt er. Das heißt, wir können dieser Aussage, die er tätigt, keinen Wahrheitswert sinnvoll zuordnen. Das ist ein echtes Paradoxon. Auch natürlich mit großer philosophischer Tragweite. Aber was ist eigentlich der Ursprung? Also woher kommt diese Antinomie? Woher kommt dieses Paradoxon? Naja, die Wurzel des Übels liegt in der Selbstbezüglichkeit. Der Satz spricht über sich selbst, über die eigene Wahrheit oder beziehungsweise Falschheit. Es gibt eine Reihe von verwandten, strukturell verwandten Paradoxien. Ich habe jetzt mal zwei da aufgeführt, die Sie wahrscheinlich beide kennen, also zumindest da die erste, die Barbierparadoxie. Und zwar, wir stellen uns vor, wir sind in einem sizilianischen Dorf und dort gibt es einen Barbier, der alle Männer rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Kann man natürlich trotzdem die Frage stellen, wer rasiert jetzt den Barbier? Wir sehen, er rasiert sich genau dann, wenn er sich nicht rasiert. So ist die Struktur. Oder so ist seine Rasiertätigkeit gesagt worden. Und ganz ähnlich von der Struktur her auch eine Überlegung von Pascal zur Allmacht Gottes oder zum Allmachtsproblem Gottes, nämlich Gott kann nicht allmächtig sein, denn er kann keine Mauer bauen, über die er nicht springen kann. Kann man ein bisschen expliziter machen, über die er nicht selbst springen kann. Also in beiden Varianten haben wir auch den Ursprung in der Selbstbezüglichkeit zu sehen. Das interessiert uns aber natürlich in diesem Vortrag primär in der Mathematik. Also wir wollen jetzt ähnliche Phänomene wiederfinden in der Mathematik. Dort spielt Selbstbezüglichkeit eine große Rolle, insbesondere was die Grundlagen der Mathematik betrifft, also Logik, mathematische Logik, Mengenlehre und so weiter. Wir starten mit einer ganz berühmten solchen Part, und zwar das ist die Russellsche Antinomie. Die hat Russell Ende des 19. formuliert, praktisch als Antwort oder als um auf ein Problem aufmerksam zu machen, was man dann als Grundlagenkrise bezeichnet hat, nämlich, dass die damals vorgestellten Prinzipien eigentlich diese Konstruktion erlaubt hätten. Nämlich, wir stellen uns vor, wir nehmen die Menge aller Mengen, die nenne ich M, die sich nicht selbst enthalten. Dann kann man natürlich fragen, enthält M M? Also da sieht man, M enthält M genau dann, wenn M M nicht enthält. So ist er definiert.
Das ist natürlich ein Problem. Das wäre ja ein Widerspruch der Mathematik. Das kann nicht sein. Ja, da könnten wir alles beweisen. Also man weiß, wenn man einen Widerspruch hat, daraus folgt alles. Dann könnten wir jede Aussage beweisen. Die Lösung, die in den ersten 20, 30 Jahren des 20. Jahrhunderts gefunden wurde, nicht mal die moderne Lösung, ist einfach eine Lösung, die so gestrickt ist, dass es nicht die Menge aller Mengen gibt. Das heißt, dass man diese Paradoxie gar nicht formulieren kann. Sozusagen die Menge aller Mengen, das ist etwas zu Großes, das ist eigentlich eine Klasse, nennt man das dann technisch. Aber also es gibt keine Menge aller Mengen. Und auf diese Weise kann man diese Antinomie vermeiden. Weitere berühmte Phänomene die solche Paradoxien haben und die in der mathematischen Logik liegen, sind die Gödel'schen Unvollständigkeitssätze. Und zwar, die sind für hinreichend komplexe, konsistente, also widerspruchsfreie formale Systeme T formuliert. Sagen, wir können uns vorstellen, T könnte die Arithmetik sein, also die Zahlentheorie, oder auch die Mengenlehre. Und der erste Unvollständigkeitssatz besagt, wenn eine solche Theorie effektiv durch Axiome gegeben ist, also effektiv, das heißt, man kann die effektiv angeben, auch wenn es unendlich viele sein könnten, dann gibt es immer Aussagen, die man in T weder beweisen noch widerlegen kann. Und im Beweis konstruiert man eine Aussage, die so ungefähr besagt, ich bin nicht beweisbar. Also die genau die Struktur hat der Lügner-Paradoxie oder auch der russischen Antinomie. Nur im System formuliert, und das System reich genug ist, kann es sozusagen über Beweisbarkeit sprechen. Wir werden jetzt in dem Vortrag das technisch nicht machen, wir werden auf was anderes eingehen, aber also der erste gödel'sche Unvollständigkeitssatz hat diese Struktur. Der zweite ist noch ein bisschen komplizierter, nämlich für dasselbe T, also auch effektiv gegeben, kann T selbst nie die eigene Konsistenz beweisen. Das heißt, man müsste sozusagen ein stärkeres System haben, um die Konsistenz zu beweisen. Die Theorie kann sich nicht selbst begründen, quasi. Das ist also eine ganz grundlegende Grenze der formalen Methode in der Mathematik. Das ist aber ein positiver Satz, also kann man beweisen, kann also beweisen, dass man manche Dinge nicht beweisen kann. Jetzt übergebe ich mal wieder an Matthias. Ja, wir werden ja nachher noch sehen, was für spannende Sätze in diese Kategorie fallen von Gödel. Ja. Aber eben Selbstbezüglichkeit ist nicht nur etwas, was Probleme in der Grundlegung der Mathematik hervorruft, sondern spätestens Cantor, hat sie auch zu einem Beweisprinzip in der Mathematik gemacht. Und um das mal zu illustrieren, wollen wir uns mit der Mächtigkeit, der Größe von Mengen beschäftigen. Na gut, also wenn ich jetzt die Menge 1, 2, 3 habe, das ist schnell getan, die hat drei Elemente, da kann man auch nicht mehr sehr viel mehr dazu sagen. Gucken wir uns unendliche Mengen an. Die erste, die uns vielleicht einfällt, sind die natürlichen Zahlen, die je nach Geschmack mit 1 oder mit 0 beginnen. Aber wie auch immer, ich kann die natürlich durchzählen. Also die Menge 1, 2, 3 und so weiter kann ich durchzählen. Das nennt man abzählbar unendlich. Und auch wenn ich die 0 dabei habe, kann ich die natürlich durchzählen, weil dann kriegt die 0 die Nummer 1, die 1 kriegt die Nummer 2, die 2 kriegt die Nummer 3 und so weiter. Jetzt kann ich mich fragen, ja, wenn ich andere, vielleicht größere Mengen hernehme, kann ich die auch durchzählen. Die nächsten, die einem vielleicht einfallen, sind die ganzen Zahlen, wo ich also auch die minus 1, die minus 2, die minus 3 dazu genommen habe. Und jetzt muss man überlegen, kann ich die auch zählen? Ja, die kann ich auch zählen. Ich darf mich bloß nicht dumm anstellen. Ich darf nicht einfach in eine Richtung zählen. Ich darf nicht einfach 1, 2, 3, 4 und dann habe ich keine Zahlen mehr, um die negativen Zahlen zu zählen. Sondern ich fange an, ich gebe der 0 zum Beispiel die Nummer 1, der 1 gebe ich die Nummer 2 und dann springe ich rüber auf die andere Seite. Der minus 1 gebe ich die Nummer 3, der plus 2 gebe ich die Nummer 4, der minus 2 gebe ich die Nummer 5 und so weiter. Also kann ich zählen. Und das ist in gewisser Weise schon überraschend, denn das sagt, die ganzen Zahlen, die ja eine echte Obermenge der natürlichen Zahlen sind, sind genauso groß in gewissem Sinne wie die natürlichen Zahlen. Und jetzt kann ich mich natürlich einfach weiterfragen, kann man auch die Brüche zählen? Und die Antwort ist auch hier, ja, die Brüche kann man zählen. Das ist vielleicht nicht sofort einsichtig, deshalb zeige ich das gleich. Aber
Ich möchte sofort erst nochmal weitermachen, wenn ich die Brüche zählen kann. Ich meine, die sind ja, es gibt schon ganz schön viele Brüche. Also man kann zeigen, in einem noch so kleinen Intervall liegen jede Menge Brüche. Also kann ich dann nicht auch die reellen Zahlen, die ja anscheinend nicht so viel mehr sind, auch abzählen? Und da ist die Antwort überraschenderweise, nee, die kann ich eben nicht zählen. Also wie zähle ich die Brüche? Naja, das ist das sogenannte erste Diagonalverfahren von Cantor. Ich habe mich hier mal auf die positiven Brüche beschränkt. Den negativen kann ich dann natürlich auch mitzählen, mit dem gleichen Trick, wie ich Z gezählt habe. Und ich habe in der ersten Reihe erstmal alle Brüche mit Zähler 1 aufgeschrieben. Und dann habe ich in der zweiten Reihe alle Brüche mit Zähler 2 aufgeschrieben und so weiter. Und natürlich kommen einige doppelt vor, sei es drum. Und auch hier darf ich natürlich nicht dumm sein und einfach die erste Reihe oder die erste Spalte durchzählen. Dann habe ich keine Zahlen mehr, um den Rest zu zählen. Sondern was wir machen ist, wir laufen einfach vom ersten Bruch, sagen wir ein Eintel, laufen wir erst ein Stück nach rechts, zählen wir ein Halb, dann kriegt die Nummer 2, dann zählen wir ein Drittel, nee, den zählen wir eben nicht, dann gehen wir schräg runter, 2 Eintel, kriegt die Nummer 3, dann gehen wir noch einen runter, 3 Eintel, kriegt die Nummer 4, dann gehen wir wieder einen hoch, 2 Halbe, der kriegt keine Nummer. Ja, weil wir ihn schon mal gezählt haben. Genau, nicht doppelt, ja. Weil wir ihn nämlich schon als ein Eintel schon mal gezählt haben, dann gehen wir weiter hoch zu ein Drittel und so weiter. Also wir sehen, mit diesem Zickzack-Schema werden wir irgendwann alle Brüche erschlagen. Toll. Und warum kann ich dann die reellen Zahlen nicht zählen? Das ist sozusagen dieses Selbstbezüglichkeitsargument, was wir jetzt verwenden werden. Das ist das kantorische Diagonalverfahren, dann wohl zweiter Art. Also die reellen Zahlen sind nicht abzählbar unendlich. Denn wenn, dann könnte ich natürlich auch eine kleinere Menge zählen, zum Beispiel das Einheitsintervall. Wir haben jetzt das halboffene Einheitsintervall genommen, wo die 0 drin ist, die 1 aber nicht. Das kommt daher, dass ich weiß, wie die Dezimalentwicklung dieser Zahlen anfängt. Also nehmen wir uns mal dieses Intervall vor und nehmen wir an, es sei abzählbar. Naja, dann kann ich die Zahlen in diesem halboffenen Intervall durchnummerieren. Also es gibt eine erste, eine zweite, eine dritte und irgendwann habe ich sie alle nummeriert. Jetzt wissen wir, das sind Zahlen aus dem Einheitsintervall. Das heißt, ihre Dezimalentwicklung beginnt mit 0, und ich schreibe einfach die Dezimalentwicklung mal auf. Also die Dezimalentwicklung von 1, das sei 0,x11, x12, x13. Das heißt, das sind Ziffern zwischen 0 und 9, diese x11, x12, x13. Das gleiche kann ich mit x2 machen. 0,21, x21, x22, x23 und so weiter. Und mit der dritten kann ich das auch machen und so fort. Das sieht noch nicht so aus, als würde ich mich irgendwie jetzt in Widersprüche verheddern, aber das kommt gleich. Jetzt gucke ich mir nur die Diagonalelemente dieser Dezimalentwicklung an. Also, ich gucke mir an x11, x22, x33. Und mit deren Hilfe baue ich jetzt eine Zahl, die nicht in der Aufzählung drin sein kann. Und das ist natürlich ein Widerspruch, weil ich habe ja angenommen, ich hätte ja alle aufgezählt. Wie mache ich das? Ich schreibe die Ziffern dieser neuen Zahl hin. Und zwar soll die ite Ziffer dieser neuen Zahl 5 sein, wenn die ite Ziffer der iten Zahl der Aufzählung 4 ist. Und wenn sie nicht 4 ist, dann soll die neue Zahl dort eine 4 bekommen. So, was sehen wir? Jetzt bastle ich diese Zahl y gleich 0,y1, y2, y3 und so weiter. Die kann nicht in der Liste sein. Denn wenn sie in der Liste wäre, dann wäre sie an irgendeiner Stelle der Liste. Sagen wir, an der iten Stelle wäre sie. Aber wir haben es nun gerade so gebaut, dass die ite Nachkommastelle von y verschieden ist von der iten Stelle des iten Elements dieser Liste. Also ist sie nicht in der Liste. Aber ich habe natürlich eine Dezimalentwicklung hingeschrieben. Das heißt, sie ist im Einheitsintervall. Und das ist ein Widerspruch und das ist auch gerade ein Trick, wie man Selbstbezüglichkeit zu einem Beweisprinzip machen kann. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass es verschiedene Stufen des Unendlichen gibt. Es gibt Mengen, die sind abzählbar unendlich, unendliche Mengen. Und es gibt Mengen, die sind überabzählbar unendlich. Das heißt, die kann man nicht mit den natürlichen Zahlen abzählen. Cantor war ganz begeistert von seiner Entdeckung sozusagen und hat auch mit dem Papst korrespondiert in der Frage, weil er es für eine göttliche Tatsache hielt, dass es unendlich so strukturiert ist
und dass es da gerade gibt. Das sieht man natürlich, dass sich in der Mathematik der letzten 100 Jahre ein bisschen was geändert hat. Also ich kenne kaum einen Mathematiker, der dem Papst seine Beweise schickt. Das ist genau, da war das war eine andere Zeit. Okay, und er hat dann folgende Vermutung aufgestellt, nämlich dass es dazwischen, also zwischen der Mächtigkeit der reellen Zahlen, das könnte man auch dann der Mächtigkeit des Kontinuums, wenn man sich das Kontinuum als den Zahlenstrahl vorstellt, und der Mächtigkeit der natürlichen Zahlen, also abzählbar und endlichen, dass es dazwischen nichts gibt, echt dazwischen. Das ist die Kontinuumshypothese. Die war das erste Problem in der Liste von Hilberts berühmter Problemliste von 23 Problemen in der gesamten Mathematik, ganz breit, die er auf dem Internationalen Mathematikerkongress, das war der zweite, in Paris 1900 vorgestellt hat. Also programmatisch sozusagen hat diese Liste von Problemen auch die Mathematik des 20. Jahrhunderts ganz wesentlich beeinflusst. Bis heute, die meisten sind gelöst, aber für manche gibt es auch noch, also je nachdem, wie man sie formuliert, sind sie noch offen. Und das erste war also die Kontinuumshypothese. Da sieht man, welche große Bedeutung der Frage beigemessen wurde, zu der Zeit, also nicht nur durch Hilbert, sondern allgemein. Sie hat eine ganz überraschende Lösung, die Kontinuumshypothese. Und zwar, Gödel hat 38 gezeigt, dass sie nicht im Widerspruch steht zu den üblichen Axiomen der Mengenlehre. Also sie könnte wahr sein. Die schlagende Tatsache ist aber, dass auch ihr Gegenteil nicht im Widerspruch zu den üblichen Axiomen steht. Das hat Paul Cohen 63 gezeigt. Das ist natürlich, also einerseits ist das eine konkrete Aussage, die durch Gödels Unvollständigkeitssatz postuliert wird. In der Mengenlehre muss es solche Sätze geben, die weder deren Wahrheit und also die weder bewiesen werden können noch ihr Gegenteil. Aber diese Aussage ist jetzt nicht von der Art, ich bin nicht beweisbar, sondern die hat einen echten mathematischen Inhalt, nämlich gibt es sozusagen eine Mächtigkeit zwischen dem abzählbaren Endlichen und der Mächtigkeit der reellen Zahlen oder nicht. Sozusagen, das kann man ganz klar, ist eine ganz klar inhaltliche Frage, die nicht auf Selbstbezüglichkeit beruht. Und das ist ein Beispiel einer solchen Aussage, die also weder bewiesen noch widerlegt werden kann. Es ist natürlich auch tragisch, das habe ich nicht gesagt vorhin, also Cantor hat seinen Großteil seines Lebens darauf verwendet, die Kontinuumshypothese zu beweisen oder zu widerlegen. Und er konnte es ja nicht schaffen, weil es gibt keine, also man kann sie weder beweisen noch widerlegen. Er ist daran auch krank geworden, muss man sagen. Also das ist eine gewisse Tragik. Genau. Aber es ist natürlich auch ein Startpunkt, also Cohens Beweis ist ein Startpunkt für viele Entwicklungen in der modernen Mengenlehre. Er hat eine neue Weise gefunden, wie man solche Fragen angehen kann, auf die wir jetzt aber in dem Vortrag nicht eingehen. Wir wollen jetzt noch mal zurückkommen zum Rechnen mit unendlichen Mengen. Also als Matthias die verschiedenen Zahlen aufgezählt hat, hat er sozusagen schon so eine Technik verwendet, nämlich die man durchaus paradox nennen kann, wenn man mit dem Unendlichen rechnet. Zum Beispiel gilt für jede unendliche Mächtigkeit, nennen wir sie mal Kappa, dass, wenn ich 1 dazu zähle, ich nicht größer werde als Kappa. Also Kappa plus 1 ist gleich Kappa. Mit anderen Worten, ein echter Teil einer Menge kann oder ist auch immer einer unendlichen Menge gleich. Im antiken Griechenland und auch noch lange danach war das ein Grund zu sagen, okay, das aktuell Unendliche existiert nicht. Das ist ja absurd. Ein echter Teil kann nicht gleich dem Ganzen sein. Cantor mit seinen Mächtigkeiten und dem Rechnen mit unendlichen Zahlen sozusagen findet eine andere Lösung. Sagt uns halt, Vorsicht, im Unendlichen kann es eben passieren, dass ein echter Teil gleich ist. Deswegen müssen wir es ja nicht verwerfen. Wir müssen aber damit leben, damit umgehen und man kann dann eine ganze Theorie zu entwickeln. Man hat zum Beispiel auch das für eine unendliche Mächtigkeit Kappa ich kann eine beliebige natürliche Zahl hinzuzählen und habe immer noch Kappa, sogar noch viel stärker, Kappa plus Kappa ist gleich Kappa und Kappa mal Kappa ist gleich Kappa. Daran sehen wir, dass unendliche Zahlen eine große Abgeschlossenheit haben und wenn wir
uns Kappa als die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen, also das abzählbare Unendliche vorstellen, dann ist diese Überlegung auch die Basis fürs Hilbert'sche Hotel, das wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Ich möchte es kurz nochmal illustrieren oder erzählen, wie das funktioniert. Also wir stellen uns vor, wir haben ein Hotel, es hat unendlich viele Zimmer, abzählbar unendlich viele, Zimmer Nummer 1, Zimmer Nummer 2, Zimmer Nummer 3 und so weiter, für alle natürlichen Zahlen ein Zimmer. Das Hotel ist voll belegt, spätabends kommt ein neuer Gast und fragt, ist noch ein Zimmer frei? Die Dame an der Rezeption muss kurz nachdenken und sagt dann, okay, kein Problem, das hat ja ihren Kantor studiert, nämlich sie lässt ihren Assistenten den Gästen mitteilen, bitte ein Zimmer weiterrücken. Das heißt, jeder Gast geht von Zimmer N in Zimmer N plus 1. Auf diese Weise wird das erste Zimmer natürlich frei und der neue angekommene Gast kann einchecken und in Zimmer 1 gehen. Das ist das Erste. Am nächsten Tag wird es komplizierter. Es kommt spät abends ein Bus angefahren mit unendlich vielen, aber abzählbar unendlich vielen Insassen. Das Hotel ist voll. Die Dame in der Rezeption weiß aber schon, ist schon vorbereitet, sagt kein Problem. Gut, Sie wissen schon, wie es geht. Das ist wie das Abzählen von Z durch die natürlichen Zahlen, nämlich Gast in Zimmer 1 darf bleiben, Gast in Zimmer 2 geht in Zimmer 3, Gast in Zimmer 3 geht in Zimmer 5 und so weiter. Das heißt, die ursprünglichen Gäste gehen nur in die Zimmer mit ungerader Zimmernummer und da auf diese Weise werden alle geraden Zimmer frei und Zimmer 2, 4, 6, 8, 10 können also die neuen angekommenen Gäste aufgenommen werden. Also am dritten Abend wird es noch komplizierter. Das Hotel ist wieder voll, es kommen unendlich viele Busse mit jeweils unendlich vielen Gästen drin. Also genauer gesagt, abzählbar unendlich viele Busse mit jeweils abzählbar unendlich vielen Gästen. Die wollen alle ein Zimmer. Die Dame an der Rezeption hat kein Problem. Wie im Beispiel davor werden die Gäste so weitergeschickt, dass alle Zimmer mit gerader Zimmernummer freigeräumt sind. Und dann werden die Gäste einfach nach dem ersten Diagonalverfahren verteilt. Das heißt, in Zimmer Nummer 2 kommt Person 1 aus Bus 1, in Zimmer Nummer 4 kommt Person 2 aus Bus 1 und dann gehen wir nach links unten. Das heißt, in Zimmer Nummer 6 kommt Person 1 aus Bus 2, in Zimmer Nummer 8 kommt Person 1 aus Bus 3 und dann diagonal nach oben. Also in Zimmer 10 kommt Person 2 aus Bus 2, in Zimmer 12 Person 3 aus Bus 1 und so weiter, immer hin und her im Zickzack. Das heißt, gerade nochmal das Gleiche wie beim Aufzählen der Brüche sehen wir, sagen so ein Quadrat von natürlichen Zahlen können wir auch mit abzählen. Mit anderen Worten, wenn Kappa die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen ist, ist Kappa mal Kappa gleich Kappa. Wenn wir das Mal nehmen, ist ja normalerweise das Abzählen eines Rechtecks. Ja. Vielleicht wollen wir nochmal zusammenfassen. Also wir haben jetzt gesehen, dass die Mächtigkeit, so wie Cantor das betrachtet hat, die Mächtigkeit einer Menge ist eine Möglichkeit, sich ihrer Größe zu nähern. Aber es ist nur eine Art. Insbesondere wenn wir an reelle Zahlen denken, dann wäre es ja auch eine andere Weise, über die Länge der Menge nachzudenken. Das würde ich naheliegend finden. Ja, also das ist sicherlich näher an etwa am physikalischen Nutzen zum Beispiel. Ja. Frage ist, ist das immer möglich? Kann man immer einer Menge natürlich reeller Zahlen eine Länge geben? Und die Frage ist, wie steht dieses Konzept in Bezug zur Mächtigkeit? Das ist das gleiche Konzept, ähnlich. Das werden wir nach der Pause sehen. Jetzt beantworten wir gerne Ihre Fragen. Genau. Ja, ich freue mich erstmal, dass Sie in der ersten Hälfte dieses Vortrags dabei geblieben sind. Es sind ein paar Fragen gekommen, die würden wir jetzt in der Pause beantworten wollen. Also wir haben im YouTube-Chat gesehen eine Frage, die auf das Verständnis des Rechnens mit Wahrscheinlichkeiten ausging. Also es ging darum,
wie ist das, weist man Mengenwahrscheinlichkeiten zu? Und die Antwort ist, ja, das macht man. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, dass da schon ein Modellierungsschritt dazwischen ist. Also ich schreibe in eine Menge alle möglichen Ergebnisse auf, die bei einem zufälligen Experiment auftauchen können. Also nehmen Sie Würfeln, da schreibe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf. Aber ich will natürlich nicht nur die Wahrscheinlichkeit ausrechnen können, dass ich eine 5 würfle, sondern ich möchte ja auch die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Zahl ausrechnen können. Also muss ich einer Teilmenge dieses Gesamtraums eine Wahrscheinlichkeit zuordnen können. Und wenn ich dann schreibe, die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B, dann ist das die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis A eintritt und das Ereignis B eintritt. Also zum Beispiel A sei, ich würfle eine gerade Zahl, B, ich würfle eine Zahl, die durch 3 teilbar ist, dann würfle ich berechne ich insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 6 würfle. Und dieses A-Betrag, das war tatsächlich die Mächtigkeit von A. Dann hat man noch eine Frage an dich. Genau. Also Vitus hat gefragt, auch im YouTube-Chat, oder beziehungsweise angemerkt, dass es nicht zwingend ist, dass aus einem Widerspruch Beliebiges folgt, das stimmt. Also implizit habe ich angenommen, dass wir in der klassischen Logik sind. Allerdings gilt dieser Satz sogar in der intuitionistischen Logik auch noch, aber wie Vitus zu Recht anmerkt, es gibt auch Logiken, auch nicht klassische Logiken, in denen dieses Prinzip nicht gilt. Dann möchte ich noch auf eine andere, beziehungsweise du wolltest noch was dazu sagen, glaube ich. Ja, genau. Genau, also ich gehe mal weiter. Es gibt genau zu dieser Sache, dass man aus einem falschen Aussage jede richtige und jede falsche Aussage herleiten kann, gibt es auch von besagten Russell eine berühmte Anekdote. Da ist er auf einer Party gefragt worden, Sie können also aus jeder falschen Aussage jede richtige und jede falsche Aussage herleiten. Ja, das stimmt. Also in der klassischen Logik stimmt das. Und dann hat derjenige gesagt, naja, also wenn 4 gleich 5 ist, dann beweisen Sie mir doch, dass ich der Papst bin. Und das Argument ging ganz einfach, naja, wenn 4 gleich 5 ist, dann ziehen wir halt 3 ab, dann ist auch 1 gleich 2. Und hat gesagt, ja, der Papst und Sie, das sind 2 verschiedene Personen, aber Sie sollen, wenn 1 gleich 2 ist, soll das ja eine Person sein. Also folgt daraus, dass Sie der Papst sind. Also Sie sehen, man kann damit argumentieren. Du wolltest, ja. Dann haben wir uns noch auf andere Weise Fragen erreicht. Und zwar, die Frage war, gibt es weitere Beispiele in der Mathematik für fehlgeleitete Intuition? Und also ein Beispiel wäre vielleicht, wenn man geometrische Intuition nimmt, sagen wir mal, in der Regel denken wir Menschen euklidisch. Und es ist sicherlich eine Paradoxie der fehlgeleiteten Intuition, wenn man auf der Erdoberfläche, zum Beispiel wenn man vom Nordpol zum Äquator läuft, dann eine Viertelumdrehung macht und dann wieder zurück zum Nordpol, dann hat man ein Dreieck gelaufen, aber dennoch ist die Winkelsumme 270 Grad. Jedes Mal war es nämlich 90 Grad. Das wäre jetzt ein Beispiel für fehlgeleitete Intuition vielleicht, wenn man sozusagen nicht nachgedacht hat, dass man eben nicht in der Ebene ist, sondern auf einer Kugeloberfläche, dann könnte man zu dem Schluss kommen. Also es gibt natürlich in der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt es jede Menge dieser Paradoxien der fehlgeleiteten Intuition. Mein Lieblingsbeispiel ist, ein schönes Beispiel ist das Simpsonsche Paradoxon. Das hat auch große Anwendungen, zum Beispiel in Sozialwissenschaften, zum Beispiel in der Medizin. Und eine Anwendung war, dass die Universität Berkeley in einem Jahr verklagt worden ist, weil sie Frauen diskriminiert. Und tatsächlich hatten sie weniger Frauen prozentual von den Bewerbern angenommen als Männer. Und dann ist der Rektor an die einzelnen Fachbereiche gegangen und erstaunlicherweise haben die Fachbereiche durchweg mehr Frauen angenommen als Männer. Und das ist etwas, was erstmal der Intuition widerspricht. Wenn man sich überlegt, die Aufklärung kam daher, dass sich die meisten Frauen auf völlig überrannte Studiengänge beworben haben, sodass ihre Wahrscheinlichkeit, überhaupt aufgenommen zu werden, halt kleiner war. Aber das ist etwas, was tatsächlich jährlich in mehreren Studien, zum Beispiel in der Medizin, falsch geht. Und es lohnt sich, sich dieses Paradoxons bewusst zu sein. Insgesamt kann man vielleicht auch sagen, wann eine Intuition fehlgeleitet werden kann, das ist natürlich auch eine Frage, wie gut diese Intuition ausgebildet ist und wie viel Erfahrung man gesammelt hat. Es gibt klassische Paradoxien aus dem 17., 18. Jahrhundert, gerade über Wahrscheinlichkeitstheorie,
bei denen ich sagen würde, naja, also ich wüsste gar nicht, warum das paradox ist, das ist halt so. Und so wird es vielleicht auch einigen von Ihnen gehen, wenn Sie sich unsere Paradoxien noch mal genauer ansehen. Haben wir noch Fragen? Eine haben wir noch hier. Ah ja. Ah ja, wie verhält sich das Gefangenenproblem, was wir vorgestellt haben, also was ich sehr lange gerechnet habe, zu dem Paradoxon, das ich als Autoziege-Paradoxon kenne. Nicht? Zu Ende einer Gameshow gibt es drei Türen. Hinter der einen steht ein Auto, hinter den anderen beiden steht eine Ziege. Der Kandidat entscheidet sich für eine Tür und bevor der Game Master sie öffnet, öffnet er eine andere Tür und zeigt dem Kandidaten, dass dahinter eine Ziege steht. Und so. Jetzt können Sie sich umentscheiden. Wollen Sie sich umentscheiden oder wollen Sie die Tür behalten? Und da ist die intuitive Antwort, ach, ist doch egal, ist eben genau die falsche. Da sollte man sich umentscheiden, um die Gewinnchance zu erhöhen. Und tatsächlich ist das eigentlich eine Verkleidung des Gefangenenparadoxons. Das sind zweimal auf der mathematischen Ebene die gleichen Sachen, die da gerechnet werden. Der feine Unterschied ist, wenn ich jetzt gerade der, ich weiß gar nicht mehr, wer gestorben ist, der Markus, oder wenn ich halt derjenige bin, der sterben wird, dann kann ich mich halt nicht umentscheiden und sagen, ach, ich wäre doch lieber der Lukas in dem Moment. Aber mathematisch ist das genau die gleiche Sache, die dort passiert. Und insofern ist das auch eine sehr schöne und sehr berechtigte Frage. Wir bekommen hier gerade noch eine Frage, aber ich sehe sie noch nicht. Okay, auf eine werden wir noch antworten und danach werden wir zum zweiten Teil übergehen. Ich warte noch, bis die Frage für uns angeschrieben ist. Wie würden Sie die Paradoxien geschichtlich einordnen? In Bezug auf die aktuelle Mathematik. Okay, wie würden wir die Paradoxa geschichtlich einordnen in Bezug auf die aktuelle Mathematik? Also ich denke, dass wir schon, also was wir schon gesehen haben, oft sind Paradoxien eigentlich Auslöser für Erkenntnisgewinn, ganz allgemein. Das ist nicht nur in der Mathematik so, auch in der Physik ganz besonders, auch in den Geisteswissenschaften, aber in der Mathematik, zum Beispiel haben wir gesehen, dass die Russellsche Antinomie etwa eine Rolle gespielt hat bei der Grundlegung der Mengenlehre und damit der Grundlegung der Mathematik insgesamt. Und das kann man eigentlich immer wieder beobachten. Insofern würde ich sagen, im guten Fall werden Paradoxien gelöst, aber sie führen dazu, dass man das Modell vielleicht nochmal durchdenkt oder Feinheiten übersehen hatte, technische Dinge übersehen hatte, die grundlegend sind. Und auf diese Weise bringen einen Paradoxien sicherlich weiter. Das wäre sozusagen... Dann würde ich sagen, wir starten wieder mit dem zweiten Teil des Vortrags und sehen uns dann in einer knappen halben Stunde wieder. Danke. So, dann wollen wir in unserem Vortrag fortfahren. Also vor der Pause haben wir gesehen, dass man die reellen Zahlen nicht abzählen kann, also dass es sich dabei um eine überabzählbare Menge handelt, die echt größer ist, was ihre Mächtigkeit betrifft, als die Menge der natürlichen Zahlen. Wir wollen jetzt ein Phänomen betrachten, was damit zu tun hat, dass obwohl es sehr, sehr viele reelle Zahlen gibt, wir doch irgendwie nur ganz wenige kennen und in gewisser Weise, also mit gewissen Eigenschaften, Mühe haben, konkret Beispiele anzugeben. Das wollen wir an mehreren Konzepten illustrieren. Das erste ist die Unterscheidung zwischen algebraischen und transzendenten reellen Zahlen. Die haben Sie vielleicht schon mal gehört. Also wie definiert man eine algebraische Zahl? Man nimmt sich Polynome, das kennen Sie aus der Schule. Also Polynom vom Grad n zum Beispiel, hätte ich jetzt f von x ist x hoch n plus a n minus 1 x hoch n minus 1 und so weiter plus a 1 x plus a 0. Wobei wir uns vorstellen, dass alle AI rationale Zahlen sind, also die Koeffizienten des Polynoms sind rational. Und dann nennt man eine reelle Zahl algebraisch, falls sie Nullstelle ist von einem solchen Polynom. Wir wissen, dass es
nur abzählbar viele Polynome gibt. Das zeigt man so ähnlich, wie wir vorhin gesehen haben, vor der Pause, dass man über die Diagonale abzählen kann. Es gibt nur abzählbar viele Polynome, aber jedes Polynom hat auch nur endlich viele Nullstellen. In der Schule hat man das so gemacht, da hat man einen Linearfaktor abgespaltet. Also man kann sehen, dass ein Polynom vom Grad n höchstens n Nullstellen hat. Also abzählbar unendlich mal endlich sozusagen ist wieder nur abzählbar unendlich. Das heißt, die Menge der algebraischen Zahlen ist abzählbar. Wir wissen aber, dass es überabzählbar viele reelle Zahlen gibt. Das heißt, die allermeisten reellen Zahlen sind transzendent. Das heißt, erfüllen überhaupt keine polynomielle Gleichung, sagt man. Ein paar Beispiele. Erstmal Wurzel 2 ist eine algebraische Zahl. Warum? Wir können als f von x einfach x² minus 2 nehmen. Da wäre also a1 gleich 0 und a0 wäre minus 2 in dem Polynom. Ja, x² minus 2 hat eine Nullstelle, zwei Nullstellen, nämlich Pluswurzel 2 und Minuswurzel 2. Das wir sehen, das ist ein Polynom vom Grad 2, hat zwei Nullstellen. Auch jede rationale Zahl ist algebraisch. Wir können einfach das Polynom x minus q nehmen. Ich muss vielleicht dazu sagen, Wurzel 2 ist nicht rational. Das wusste schon Euklid. Das kann man aus der eindeutigen Primfaktorzerlegung von Zahlen schnell beweisen. Die meisten von Ihnen haben es wahrscheinlich in der Schule gesehen. Also Wurzel 2 ist nicht in Q. Dennoch, also es gibt echt mehr algebraische Zahlen, als es rationale Zahlen gibt. Macht aber nichts, ist immer noch abzählbar. Obwohl wir also wissen, dass die allermeisten Zahlen transzendent sind, ist es nicht so leicht, für eine konkrete Zahl zu beweisen, dass sie nicht algebraisch, also transzendent ist. Das wissen wir zum Beispiel für Pi, die Kreiszahl, und für e, die Basis der Exponentialfunktion. Die sind beide transzendent, also für e hat es Hermite gezeigt und darauf aufbauend für Pi Lindemann. Aber obwohl diese Zahlen sehr natürlich sind und sozusagen es gibt viele Gründe, anzunehmen, dass die transzendent sein müssen, war das nicht so leicht zu zeigen. Ist auch noch gar nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her, genau. Das ist um die Jahrhundertwende, ja, ein bisschen früher. Ein zweites Beispiel, was ganz ähnlich gelagert ist, sind die berechenbaren reellen Zahlen. Okay. Wir nehmen jetzt eine reelle Zahl in Dezimaldarstellung, also die Zahl ist a, dann hat die eine Zahlform, Komma, a0, das ist irgendeine ganze Zahl und danach die Dezimalstellen a1, a2, a3 sind also Ziffern zwischen 0 und 9. Und wir nennen eine solche Zahl berechenbar, falls man diese Dezimalstellen durch ein Computerprogramm sich erzeugen lassen kann. Also es gibt ein Computerprogramm, was der Reihe nach a1, a2, a3 ausgibt. Die kurze Überlegung sagt uns, so viele kann es davon ja nicht geben, weil es nicht so viele Computerprogramme gibt. Genauer gesagt gibt es nur abzählbar viele Computerprogramme. Vielleicht eine Klammer aufmachen. Man kann sich relativ leicht überlegen, dass man sich dabei auf eine Computersprache beschränken kann. Zum Beispiel C oder so. Ist egal, also eine beliebige Sprache nehmen. Und alle, damit kann ich, wenn es eine andere Sprache gibt, in der ich ein Programm schreiben kann, was mir diese Ziffern ausgibt, kann ich das auch in C tun zum Beispiel. Also gibt es nur abzählbar viele berechenbare Zahlen. Damit sind die allermeisten reellen Zahlen nicht berechenbar, weil wir ja wissen, es gibt überabzählbar viele. Beispiele. Man kann zeigen, das ist nicht so leicht, aber man kann zeigen, dass Pi und E berechenbar sind und auch jede algebraische Zahl. Aber insbesondere gibt es also echt mehr berechenbare Zahlen als algebraische Zahlen, weil zum Beispiel Pi und E transzendent sind, aber auch berechenbar. Nur so klar ist es nicht, eine konkrete Zahl anzugeben, die nicht berechenbar ist. Wir wissen, es muss unglaublich viele geben, die allermeisten sind nicht berechenbar. Aber wie gebe ich eine an? Na, ich kann sozusagen nicht besonders explizit, aber ich kann mit dem Cantorschen Verfahren eine finden. Wie tue ich das? Also ich mache sozusagen nochmal, ich gehe nochmal in den Beweis der Überabzählbarkeit der reellen Zahlen rein und stelle mir vor, also wir wissen, es gibt nur abzählbar viele Programme. Kann ich die mal aufzählen. P1, P2, P3 sind also alle Programme. Und ich stelle mir vor, dass das erste Programm die Zahl xn berechnet. Also xn ist jetzt 0, dann kommt diese Aufzählung der Dezimalstellen, die das Programm P1 ausgibt. Also
0,xn1, xn2, xn3, xn4 und so weiter, wäre das für das nte Programm. Dann werden wir wieder diagonalisieren. Wir nehmen nämlich wieder eine Zahl, die an der n-ten Stelle etwas anderes tut, als die durch das Programm pn berechnete Zahl. Also ist xnn gleich 4, setzen wir yn gleich 5. xnn ungleich 4, setzen wir yn gleich 4. Wie beim Beweis der Überabzählbarkeit der reellen Zahlen sehen wir sofort, diese Zahl kann nicht berechenbar sein, weil sie nicht in der Liste vorkommt. Jetzt kommen wir noch zum etwas komplizierteren solchen Phänomen. Also eigentlich wollte ich hierzu noch sagen, dass es natürlich ein Heidenaufwand ist, diese Zahl zu konstruieren. Ich muss erstmal alle Computerprogramme hinschreiben und aufzählen und dann noch mehr angucken, was die denn für Ziffern rausgeben. Das kann viel Arbeit sein. Ja, kommen wir zu einem meiner Lieblingsbeispiele. Das sind die absolut normalen Zahlen. Und natürlich müssen wir erstmal sagen, was das sein soll. Also wir ziehen mal einfach eine Zahl aus dem offenen Einheitsintervall zwischen 0 und 1 raus. Jetzt interessiere ich mich als erstes dafür, was hat denn die für Nachkommastellen? Also gucken wir uns mal die erste Nachkommastelle an. Ich behaupte, ein Zehntel dieser Zahlen hat eine 0 als erste Nachkommastelle, ein Zehntel eine 1, ein Zehntel eine 2 und so weiter. Naja, das sieht man hier auch an diesem wunderbaren Bild. Nicht alle Zahlen zwischen 0 und 0,1 haben eine 0 als erste Nachkommastelle, zwischen 0,1 und 0,2 haben eine 1 als erste Nachkommastelle und so weiter. Und dann sieht man, dass die zweite Nachkommastelle eigentlich genauso funktioniert. Ich zoome mal in dieses erste Intervall rein und dann haben alle Zahlen zwischen 0,0 und 0,01 haben eine 0 als zweite Nachkommastelle. Zwischen 0,01 und 0,02 haben eine 1 als erste Nachkommastelle und so weiter. Das heißt tatsächlich, ein Zehntel der Zahlen hat an der ersten Nachkommastelle jeweils die entsprechende Ziffer stehen. Ein Zehntel der Zahlen hat an der zweiten Nachkommastelle die entsprechende Ziffer stehen und so weiter. Ja, das kann ich ja jetzt immer weiter treiben. Dann gucke ich mir mal die relative Häufigkeit der Ziffern an, also der Ziffer 0, der Ziffer 1 und so weiter. Und dann sagt so etwas, was man aus der Wahrscheinlichkeitstheorie Gesetz der großen Zahlen nennt, dass fast jede Zahl, die ich da zufällig aus dem Einheitsintervall rausziehe, eine relative Häufigkeit von Ziffern hat, die gegen ein Zehntel konvergiert, also die ein Zehntel ist. Ich habe ein Zehntel Nullen, ein Zehntel Einsen, ein Zehntel Zweien und so weiter. Ja, toll. Nächste Frage ist, wie sieht denn das mit Ziffernblöcken aus? Und das Tolle ist, es stimmt auch für längere Ziffernblöcke. Also wenn ich mir jetzt einen Ziffernblock angucke wie 1,5, einen Ziffernblock der Länge 2, dann habe ich an jeder hundertsten Stelle typischerweise diesen Ziffernblock 1,5. Und an jeder hundertsten Stelle auch jeden anderen Ziffernblock. Das heißt, die relative Häufigkeit eines Ziffernblocks der Länge 2 ist ungefähr ein Hundertstel. Und asymptotisch sogar gleich ein Hundertstel. Wenn ich den Ziffernblock der Länge 3 hernehme, ich habe hier 3, 5, 6 genommen, dann kommt der ein Tausendstel häufig vor. Und jeder andere Ziffernblock der Länge 3 eben auch. Allgemein gesprochen, jeder Ziffernblock der Länge k kommt in fast jeder Zahl mit einer relativen Häufigkeit von 1 durch 10 hoch k vor. Aha, solche Zahlen nennen wir 10 normal. Und was wir jetzt gerade gesehen haben, ist fast jede Zahl ist 10 normal. Nun, wir sind zwar gewohnt, Zahlen zur Basis 10, also in der Dezimalentwicklung aufzuschreiben, aber natürlich muss das nicht so sein und es ist auch an dieser Basis 10 nichts Besonderes, außer dass wir 10 Finger haben. Also man kann ja auch im Dualsystem die Zahlen natürlich prima aufschreiben. Dann habe ich nur Nullen und Einsen zur Verfügung und dann kommt halt jeder Ziffernblock der Länge k 1 durch 2 hoch k mal vor. Oder ich kann es in einem Ternärsystem mit 3 Ziffern aufschreiben. Dann kommt halt jeder Ziffernblock der Länge k 1 durch d hoch k mal vor und das in fast jeder Zahl. Also wir nennen eine Zahl x d normal, wenn ich sie zur Basis d, d muss ja wenigstens 2 sein, hinschreiben kann. Und jeder Ziffernblock der Länge k eine relative Häufigkeit von 1 durch d hoch k hat.
Und was wir gerade gesehen haben, ist, wenn ich ein festes D hernehme, eine feste Basis D hernehme, indem ich eine Zahl x darstelle, dann ist fast jede solche Zahl x D-normal. Jetzt habe ich dauernd fast jede gesagt, was soll denn das heißen? Das heißt, natürlich gibt es Zahlen, die nicht D-normal sind. Also wenn ich ein halb hinschreibe, dann hat das zum Beispiel zur Basis 10 die Darstellung 0,5000000. Und wenn ich jetzt diese Zahl ganz, ganz lange anschaue, dann habe ich halt fast nur Nullen. Ich habe diese eine 5 und sonst habe ich überhaupt keine Zahl. Die ist natürlich nicht 10 normal. Aber wenn ich die Länge der Ausnahmemenge messe, dann ist die Länge dieser Ausnahmemenge 0. Das heißt, dass fast jede Zahl x d-normal ist zu jeder Basis d, die ich mir ausdenken kann. Jetzt haben wir ein bisschen über Länge gesprochen, aber das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Also vor der Pause, als wir über Mächtigkeiten gesprochen haben, haben wir gesehen, dass zum Beispiel zwei Teilmengen disjunkt sein können. Trotzdem ist die Mächtigkeit der Vereinigung gleich der Mächtigkeit der beiden Teile. Bei Längen verhält es sich, wenn die positiv sind, zumindest nicht so. Allgemein vertragen sich Längen sehr gut mit abzählbarer Vereinigung und Addition. Abzählbar ist wichtig in dem Zusammenhang. Stellen wir uns vor, wir haben eine Menge i, die abzählbar eine Vereinigung ist, also von Mengen i1, i2, i3, die disjunkt ist. Was heißt disjunkt? Das heißt, dass der Schnitt von je zweien, die verschieden sind, also i2 und i3 zum Beispiel, jeweils die leere Menge ist. Wenn wir also eine solche Menge haben, die abzählbare Vereinigung ist von anderen, dann ist die Länge der gesamten Menge, also L von i, gleich der Summe der Längen der Teile. Wenn, das kann natürlich unendlich sein, diese Summe, aber auch dann ist es richtig. Dann ist eben die ursprüngliche Menge unendlich lang. Das möchte ich illustrieren, und zwar an einem relativ einfachen Beispiel von Mengen. Also die Mengen, die wir jetzt hier betrachten, sind deutlich komplizierter, aber einfache Mengen wären Vereinigungen von Intervallen. Also wir stellen uns vor, dass i1 das Intervall zwischen a1 und b1 ist, i2 zwischen a2 und b2 und so weiter, i3. Gut. Und i ist die Vereinigung all dieser Mengen. Was wäre jetzt in diesem Fall die Länge? Ja, die Länge von ij ist ja einfach die Differenz der Intervallgrenzen. Also wir nehmen bj minus aj. Machen wir einen Spezialfall, stellen wir uns vor, dass das erste Intervall Länge 1/2 hat, das zweite 1/4 und so weiter. Also allgemein das j-Intervall Länge 1 durch 2 hoch j. Dann kann man diese Summe ausrechnen, weil dann ist ja die Länge, nach dem oben gesagt, ist die Länge von i gleich der Summe der Länge von i1, Länge von i2, Länge von i3. Das ist 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 und so weiter. Und wenn wir uns das überlegen, das ist die sogenannte geometrische Reihe, diese Summe nähert sich immer mehr 1 an, also konkret der Rest, der bleibt, ist im Endenschritt 1 durch 2 hoch n, also geht gegen 0. Das heißt, diese unendliche Summe ist gleich 1. In diesem Fall können wir also der Menge i die Länge 1 zuordnen. Man sieht, dass das abzählbar wichtig ist. Ja. Also wenn ich die Länge eines Punkts messe, ist die natürlich 0. Ich kann aber das Einheitsintervall als die überabzählbare Vereinigung aller seiner Punkte schreiben und das hat die Länge 1. Aber trotzdem ist das natürlich eine wichtige Eigenschaft. Ja, da sieht man genau. Also in gewissem Sinne können wir, was den Längenbegriff betrifft, also die reelle Intervall nicht aus Punkten aufbauen, hingegen als Menge schon. Ja? Dann gibt es kein Problem, aber als mit Längenbegriff nicht. Kommen wir zurück zu den absolut normalen Zahlen. Wir haben gesehen, dass für jede natürliche Zahl d größer gleich 2 die Menge der nicht d-normalen Zahlen 0 ist. Also ist auch die abzählbare Vereinigung dieser Ausnahmemengen, sprich die Menge aller Zahlen, die nicht d-normal sind für irgendein d, auch die hat noch die Länge 0. Abzählbare Vereinigung von Mengen, die alle die Länge 0 haben, nach dem eben gesehenen, hat die immer noch die Länge 0. Mit anderen Worten wissen wir, dass wenn wir eine Zahl aus 0, 1 rausgreifen, die fast, also mit Sicherheit sozusagen, d-normal ist für alle d. Also fast jede solche Zahl, sprich die Länge der Zahlen, die d-normal sind, ist 1. Solche Zahlen kriegen einen Namen, die heißen absolut normal, also normal bezüglich jeder Basis d.
Es ist aber subtil, weil erstens kann man konkret absolut normale Zahlen nicht gut angeben, also man kennt im Wesentlichen keine. Es gibt allerdings Konstruktionen, die auch mit einer Variante des Diagonalverfahrens laufen und die absolut normale Zahlen konstruieren, aber wirklich explizit kann man das nicht nennen. Ja, man kann sie halt nicht explizit hinschreiben. Ich finde das genau. Ein Hammer. Also ja, man kann sie nicht wirklich hinschreiben. Man weiß auch, das ist auch seltsam, man weiß nicht mal, ob sehr natürliche Kandidaten wie Pi oder E oder Logarithmus von 2 oder auch Wurzel von 2 absolut normal sind. Bei allen wird angenommen, vermutet, dass sie das sind. Fassen wir nochmal zusammen. Wenn wir, also machen wir ein physikalisches Experiment, wir werfen einen Dartpfeil auf das Intervall 0,1, sehr spitzen Dartpfeil, der so spitz ist, dass er nur an einem einzigen Punkt auf das Intervall trifft. Und wir nehmen auch an, dass der Winkel keine Rolle spielt, dass also alle Zahlen gleich häufig erreicht werden können. Dann trifft man mit Sicherheit eine absolut normale Zahl. Also die Wahrscheinlichkeit ist 1. Dennoch kann man konkret keine angeben, obwohl die allermeisten so sind. Das ist ein sehr häufiges Phänomen. Das ist ein paradoxes Phänomen, aber irgendwie passiert das sehr häufig in der Mathematik. Nämlich, dass die Beispiele von Objekten, das müssen nicht Zahlen sein, sondern beliebige Objekte, die man kennt, in der Regel nicht typisch sind, sondern irgendwelche Eigenschaften haben, die selten vorkommen. Nur kann man natürlich sagen, aus dem Grund hat man sie studiert, weil sie besondere Vertreter sind. Vielleicht ist es dann doch nicht so überraschend, dass es so ist, aber im gewissen Sinne ist es paradox. Also die Beispiele, die man kennt, sind atypisch in der Regel. Das Beispiel der absolut normalen Zahlen zeigt auch, dass es einen sehr großen Unterschied macht, ob ich mir eine unendliche Menge reeller Zahlen bezüglich ihrer Mächtigkeit anschaue oder bezüglich ihrer Länge. Nämlich die nicht absolut normalen Zahlen, haben wir gerade gesehen, die sind zwar von Länge 0, aber die sind auch überabzählbar. Warum? Ja, wir können zum Beispiel das Folgende tun. Wir können Zahlen nehmen, die nur aus Vieren und Fünfen bestehen in ihrer Dezimaldarstellung. Die sind natürlich nicht 10 normal. Die haben da überhaupt keine 0 zum Beispiel, ja, in ihrer Dezimaldarstellung. Dennoch gibt es davon überabzählbar viele. Das ist ein ähnlicher Beweis wie bei der Überabzählbarkeit von R. Man kann sogar zeigen, dass es gleich viele absolut normale Zahlen wie nicht absolut normale Zahlen gibt bezüglich der Mächtigkeit. Also fallen hier die Begriffe sehr stark auseinander. Länge 0, also sozusagen vernachlässigbar als Teilmenge der reellen Zahlen bezüglich der Länge, aber bezüglich der Mächtigkeit genauso groß wie alle reellen Zahlen. Ja, man könnte sagen, dass natürlich in diesem Beispiel und in einigen anderen Beispielen die Länge mehr Aufschluss über die Größe einer Menge gibt als die Mächtigkeit der Menge. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, warum beschäftige ich mich überhaupt mit Mächtigkeit und nicht immer nur mit Länge? Also ein entscheidender Nachteil von Länge ist, es gibt Teilmengen von R, die haben gar keine Länge. Das kann man fast auch schon wieder als ein Paradoxon ansehen. Also ich kann eine Menge konstruieren, dazu brauche ich etwas, was sich Auswahlaxiom nennt, nämlich dass ich aus sehr vielen Mengen immer wieder, nicht leeren Mengen, immer wieder Elemente daraus ziehen kann. Und ich brauche, dass Längen etwas tun, was wir eben schon gesehen haben, nämlich sie sind verträglich mit disjunkten Vereinigungen und es ist auch egal, ob ich die Länge eines Objekts hier messe oder das gleiche Objekt um einen Meter nach rechts verschiebe, es hat die gleiche Länge. Und mit Hilfe dieser drei Tatsachen kann ich eine Menge konstruieren, die, wenn alles mit Fug und Recht zuginge, die Länge 0 haben müsste. Und gleichzeitig kann ich ein Argument geben, dass diese Menge auch die Länge unendlich haben sollte. Das ist schlecht. Also weiter können Längenbegriffe ja nicht auseinanderfallen. Und deshalb sagt man eben, dass diese Menge keine Länge hat. Und solche Mengen heißen auch nicht messbare Mengen. Das gibt es natürlich dann auch in der Fläche.
Das gibt es im dreidimensionalen Raum und in höheren Räumen. Also da gibt es dann Mengen, die keinen Flächeninhalt haben. Es gibt Mengen, die kein Volumen haben, also nicht messbare Mengen. Auf der anderen Seite kann man aus den Axiomen der Mengenlehre folgern, dass all diese Mengen natürlich eine Mächtigkeit haben. Ich kann sozusagen sagen, wie groß die sein sollen. Ja, dass es solche nicht messbaren Mengen gibt, das ist natürlich auch die Wurzel oder zumindest eine der Wurzeln eines besonders beeindruckenden, schönen und auch relativ bekannten Paradoxons, nämlich dem Banach-Tarski-Paradoxon. Und in halbwegs mathematischer Sprache sagt es, wir können eine Einheitskugel, also Radius 1 oder Volumen 1, wie immer Sie wollen, hernehmen in Dimension 3. Und wir können sie sehr kompliziert zerschneiden. Und die entstehenden Stücke, das sind endlich viele Stücke, können wir danach wieder so zusammensetzen, dass dabei zwei Einheitskugeln rauskommen, die sich nicht schneiden. Das können natürlich nur nicht messbare Mengen sein, denn wenn sie messbar wären, dann hieße es, dass 1 gleich 2 ist, nämlich das Volumen der einen Kugel ist gleich dem Volumen von zwei Kugeln. Und wie Martin schon gesagt hat, daraus können wir alles folgern. Wenn wir das in Alltagssprache umsetzen, heißt es also, wir können eine Apfelsine kaufen und sie sehr fein mit einem Küchenmesser bearbeiten, die entstehenden Stücke wieder zusammensetzen und es entstehen zwei Apfelsinen gleicher Größe. Und das erinnert ja wirklich an biblische Vorbilder, ich sage nur Brot und Fische. Das Ganze ist ein außerordentlich spannendes mathematisches Paradoxon, das auch wieder eine Brücke zwischen verschiedenen Gebieten schlägt und von dem wir schon überlegt haben, ob wir es nicht in einer anderen Sitzung mal ausführlich vorstellen werden. Also es ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden soll. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es jetzt von unserer Seite. Genau, wir hoffen, dass Sie Fragen haben und die werden wir dann jetzt live, so gut es geht, beantworten. Vielen Dank. Danke. So, vielen Dank, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Es haben sich noch ein paar Fragen ergeben oder Sie haben noch ein paar gestellt. Wir würden zunächst mal mit den Fragen anfangen, die sich eher auf den ersten Teil des Vortrags beziehen und danach zu den anderen kommen. Also Michael Flermann fragt, kann man ein Axiom zur Mengenlehre hinzufügen, sodass, und zwar nicht nur, indem man einfach die Kontinuumshypothese hinzufügt, sondern ein anderes Axiom, sodass die Kontinuumshypothese bewiesen werden kann und sodass die Mengenlehre dennoch auf diese Weise nicht dass sie widerspruchsfrei bleibt. In der Tat, also erstmal muss ich vorweg schicken, aus dem zweiten Gödel'schen Unvollständigkeitssatz, den ich kurz erwähnt hatte zu Beginn, folgt, dass man in der Mengenlehre nicht beweisen kann, dass sie widerspruchsfrei ist. Wir müssen also annehmen, dass die Mengenlehre widerspruchsfrei ist. Wenn wir das annehmen, dann hat Gödel gezeigt, dass wenn man, also er hat sozusagen ein anderes Universum gebaut aus einem beliebigen ersten Universum und er hat gezeigt, wenn man dann nur die Mengen nimmt, die man unbedingt braucht, die man sozusagen konstruieren kann mit Formeln auf eine gewisse Weise, dann kriegt man eine andere Mengenlehre vielleicht, in der die Kontinuumshypothese gilt. Und wenn man das Axiom hinzutut, dass von vornherein nur diese Mengen da waren, das nennt man das sogenannte Konstruktibilitätsaxiom, dann hat man etwa ein solches Beispiel gefunden, wie Michael Flermann es gerne sich wünschte. Genau. Dann hatten wir noch eine Frage im YouTube-Chat, glaube ich, von IMC. Was wir von dem, was wir da gezeigt haben, für die Schule empfehlen könnten. Ich meine, als Stochastiker würde ich ja immer sagen, die ganzen Stochastik-Sachen, aber das stimmt gar nicht, weil wenn man zu viel Stochastik-Paradoxien zum Anfang macht, dann erzeugt man doch sehr leicht den Eindruck, Stochastik ist eine Lehre von lauter Paradoxien. Da würde ich eher empfehlen, vielleicht mal mehr interessante Beispiele und Verteilungen zu machen, als nur das, was in der Schule vorkommt. Was ich sehr oder was wir beide sehr spannend finden für die Schule, wären zum Beispiel diese Abzählbarkeitsfragen. Ich glaube, dass man da Interesse wecken kann und auch für fundamentale
Tatsachen über die Zahlen, mit denen man tagtäglich rechnet, ein Gefühl schaffen kann. Also sowohl die Abzählbarkeit von Q und damit zusammenhängend vielleicht das Hilbert'sche Hotel kann man sehr, sehr gut vormachen und auch die Überabzählbarkeit von R. Das ist vielleicht etwas, was ein gewisses Erstaunen weckt. Also das wären für mich zwei Dinge, die ich in den Schulunterricht nicht nur gut einbauen könnte, das habe ich auch schon mal für Mathematik-AGs vorgemacht. Und eigentlich war das immer ganz, also die Schüler haben so zumindest so getan, als finden sie das interessant. Ja, dann möchte ich noch auf eine Frage aus WhatsApp eingehen. Und zwar dort wurde gefragt, also wir hatten gesehen, dass wir, wenn wir eine unendliche Zahl Kappa haben, dann gilt Kappa plus 1 gleich Kappa. Und die Frage war dann, was ist eigentlich, ist dann Kappa minus Kappa beliebig? Wie sieht es da aus? Also der Punkt ist, wenn man auf Kappa plus 1 gleich Kappa oder auch aus Kappa plus n gleich Kappa schließen will auf 0 gleich n oder 0 gleich 1, dann vereinfacht man. Das heißt, man sagt, wenn a plus b gleich a plus c ist, dann ist b gleich c. Aber diese Vereinfachung gilt für unendliche Zahlen nicht. Also ich habe ja gesagt, wenn man sich in das Cantorsche Universum begibt oder in sein Paradies, so haben es manche genannt, dann muss man auch neu rechnen lernen, nämlich die Rechengesetze, die man aus dem Endlichen kennt, gelten nicht mehr alle. Und zum Beispiel kann man nicht mehr vereinfachen und einfach aus so einer Summe sozusagen einen Summanden weglassen. Das wäre so die Antwort auf diese Frage. Was haben wir noch? Eine Frage von Simon. Wie kann man sich nicht messbare Mengen vorstellen? Die einfache Antwort ist schlecht. Die etwas kompliziertere Antwort ist, es gibt zum Beispiel eine berühmte nicht messbare Menge, die von Vitali konstruiert wurde. Oder Vitali hieß der wahrscheinlich, war Italiener. Das geht so, wir bauen eine Äquivalenzrelation, also ich mache es mal anschaulich. Wir stecken je zwei reelle Zahlen in die gleiche Schublade, wenn sie sich nur um eine rationale Zahl unterscheiden, also zum Beispiel ein Halb, ein Viertel, bla bla. Dann habe ich ganz schön viele Schubladen da liegen und aus all diesen Schubladen nehme ich eine Zahl raus, am besten eine, die im Einheitsintervall liegt, das gibt es, und dann erhalte ich die Vitali-Menge und von der kann ich zeigen, dass sie, wenn sie messbar wäre, sowohl das Maß 0 als auch ein positives Maß haben müsste, also sie müsste die Länge 0 haben und gleichzeitig aber größer als 0, was natürlich schwer möglich ist. Wenn man das mal nachrechnen möchte, das ist tatsächlich relativ gut nachzuvollziehen. Bloß können wir das, wir sind hier alle verkabelt, wir können jetzt nicht einfach an die Tafel gehen. Aber ich glaube, bei Wikipedia steht bestimmt was Spannendes dazu. Hast du noch eine? Ja, eine sehe ich noch. Und zwar nochmal Simon fragt, wie das eigentlich ist. Also wenn man mit Sicherheit eine absolut normale Zahl trifft, wenn man mit dem Dart auf das Einheitsintervall wirft, mit dem unendlich dünnen Dart-Pfeil, ist dann nicht 0,5 eine absolut normale Zahl, die man konkret angeben kann? Also die Antwort ist, natürlich ist 0,5 nicht absolut normal, das kann man sofort sehen, zum Beispiel in der Binärdarstellung. Ja, da sieht man, dass das sofort abbricht oder auch in der Dezimaldarstellung 0,500000, also das ist überhaupt nicht absolut normal, auch zum Beispiel schon nicht 10 normal. Die Antwort ist einfach, wie man dieses mit Sicherheit verstehen muss. Mit Sicherheit heißt mit Wahrscheinlichkeit 1, aber es bedeutet nicht, dass es keine Ausnahmefälle gibt. Es gibt Ausnahmefälle, aber die Menge der Ausnahmefälle ist so klein, dass die Wahrscheinlichkeit 0 hat. Das heißt, es sozusagen statistisch kommt es nie vor. Bedeutet nicht, dass es diese Beispiele nicht gibt, aber man wird sie einfach nie sehen. Das ist schon auch, würde ich sagen, ein bisschen paradox vielleicht als Situation, weil man eben implizit steckt da auch drin, dass es ja über Abzählbar viele Fälle gibt und deswegen kann man diese Summenregel nicht mehr nehmen. Also ein Punkt hat einfach Maß 0 und damit auch jede abzählbare Menge hat Maß 0. Ich weiß nicht, sind noch Fragen eingegangen? Nee, das ist nicht der Fall. Dann möchte ich nochmal in unserer aller Namen danken für Ihr Interesse. Und ich weiß nicht, ob man das wünschen darf, dass schon die nächste Ausgabe wieder in Präsenz stattfindet.
Ich würde es mir schon wünschen, aber ich fürchte, dass wir vielleicht noch eine Hybridveranstaltung haben werden beim nächsten Mal mit kleinem Publikum und dem Rest live und dann aber spätestens das übernächste Mal wieder im Hörsaal ganz normal im Schloss. Vielen Dank und bis bald.